bewegt. Zuhören, entscheiden, handeln. Unterwegs für Nordrhein-Westfalen. Heute Armin Laschets 15-Punkte-Plan. Wir wollen sicher leben. Wir wollen den bestmöglichen Schutz. Wir wollen unsere Werte verteidigen. Armin Laschet hat nach dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz über Weihnachten 15 Punkte zur inneren Sicherheit formuliert, die beschreiben, wie wir diesem Ziel auf europäischer, Bundes- und Länderebene näher kommen. Dazu gehören automatischer europäischer Datenaustausch, gemeinsames europäisches Terrorabwehrzentrum, gemeinsamer europäischer Geheimdienst, Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer, Transitzonen einführen, Unterbindungsgewahrsam ausdehnen, Videobeobachtung stärken, gesetzliche Grundlage für Schleierfahndung schaffen, Ausschöpfung des Rechtsrahmens bei der Abschiebung von Gefährdern, Einrichtung und Vernetzung digitaler Landesabwehrzentren, technische Vernetzung der Landesbehörden ausbauen. Und was bringt uns das? Ich habe 15 Punkte vorgelegt, weil für uns in Nordrhein-Westfalen das innere Sicherheitsthema das wichtigste ist in diesen Tagen. Wir haben erlebt, ein Landesinnenminister hat falsche Entscheidungen gefällt, hat den Attentäter Amri nicht in Haft genommen. Und ich will, dass wir in Deutschland gleiche Zonen der Sicherheit haben. Bürger in Nordrhein-Westfalen müssen sich so sicher fühlen wie in Bayern. Menschen in Not helfen, unsere offene Gesellschaft verteidigen, IS-Terrorismus entschlossen bekämpfen. Das will die CDU Nordrhein-Westfalen.